Ja, und es geht wieder weiter mit Let's Play Quantia Reacts in der nächsten Aufnahme. Ja, in der letzten Aufnahme haben wir im Dorf Luck den Gott des Lichtes, naja, mehr oder weniger versucht zu retten. Naja, und jetzt sind wir im, ich meine, östlichen Nebenwald. Okay, hier steht jetzt nur Nebelwald. Es müsste aber, meine ich, der östliche sein. Weil wir steuern ja aufs Ende der Welt zu. Auf der Sonne rannend. Und ja. Östlicher Nebelwald. Wir können nur speichern. Das wird jetzt interessant. Wir müssen es also quasi in einem Stück durch den Nebelwald schaffen. Das könnte interessant werden. Naja. Zudem wir auch nicht großartig gut Zauberpunkt-Wiederherstellung Items haben wir noch. Aber auch nicht wirklich, ja, sehr viel. Naja. Gucken wir mal. Hier liegt jedenfalls Geld, das nehmen wir mit. Ich würde sagen, schlagen wir uns erstmal nach Osten. Hier. Denn hier sind neue Gegner. Yeah. Gut, Dodo und Gaswolke. Gucken wir mal. Justin hat jetzt seine neue Axt bekommen. Ich würde sagen, machen wir erstmal ganz normal weiter. So, und Justin hat jetzt alle Zauber. Ne? Brenne, Heuler, Heilen und Graben. Alle vier, die man so belernen kann. Und ich würde sagen, machen wir erstmal eine Feuersäule oder. Joa. Gucken wir erstmal, was die so aushalten. Fina kann weiter Erde trainieren. Joa. Ja, die 8000 Gold. Finde ich, haben sie aber doch gelohnt. Denn Justin hat jetzt erstmal alle Zauber. Und naja, Fina fehlt eigentlich noch der Windzauber. Aber naja, da sie da eh nicht so viel lernt, wird sie ja als letztes lernen. Die Jugendmaler, die noch finden, die werde ich dann wahrscheinlich suchen. Oh, das ist auch nicht so viel. Macht sie nochmal ein Beben hinterher. Und joa. Ja, dann ist doch aber ein bisschen peinlich eigentlich. Das war in den Nebelwald im westlichen und an dem Lichtberg zweimal gestorben sind. Naja. War ein bisschen mehr mit meiner eigenen Blödheit. Es wäre sogar fast nochmal ein drittes Mal gewesen, als ich nochmal in den Nebelwald zurückgekehrt bin. Da konnte ich mich irgendwie, ich weiß nicht wie, noch retten. Gut, machen wir nochmal ein Beben. Oder auch nicht. Sehr gut. Justin, dann töte doch bitte die zwei. Naja. Oder auch nicht. Und das ging auf Sue. Und das ging auf Justin. Nicht wahr? Naja. Na super. Sue können wir ja noch heilen. Wir haben ja noch ein paar Zauberbrecher. Ja. Und dann können wir Halva nutzen. So, und warum gehst du nicht gleich auf den anderen? Nein, der Vogel ist auch fast tot. Von daher. Machen wir jetzt den Vogelkampf. So, vielleicht haben wir auch schon einen bekommen. Das wäre natürlich sehr gut. Nein, wir haben nur eine Bambusfrucht und Kroller hier bekommen. Jolla. Ich kann es nicht aussprechen. Gut. Ja, hilft nichts. Dann müssen wir einen benutzen. Und so nutzt dann ihren Halva. Für Justin. So, heilen bitte noch. Fina, heil dich mal eben. Und was haben wir jetzt noch gerade bekommen?
Wir haben die Bambuswucht bekommen. 20 Level, 2 MP. Nur im Kampf. Okay. Interessant. 20 Level 2, okay. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Steht nur nicht, ob das für alle oder nur für einen ist. Ich denke mal nur für einen. Warum muss man im Kampf einsetzen? Fragt mich nicht. Ja, schon halt. Gut, gucken wir mal weiter, was hier in der Truhe ist. Es ist eine Crimson Potion, ein Rettungstrunk, keine Ahnung, was das jetzt nochmal genau für ein Item war. Jedenfalls der 150 HP Dingens. Ja, gut. Haben wir jetzt zwei davon. Und mehr Gegner. Und das sieht aus wie eine Falle da vorne. Weil da liegt viel Geld und lauter Gegner drumherum, die es bewachen. Naja. Vernichten wir die erstmal. This'll teach you. Ich weiß gar nicht, ob der Nebelwald jetzt genau 2 oder 3 Abschnitte hatte. Ich bin mir ziemlich sicher, es waren 3. Da bin ich mir sicher. Krabben. Die sind ziemlich nett. Naja, jetzt nicht auch so empfindlich, aber es zieht einiges ab. Und das ist auch ganz gut. Bin mal gespannt, ob wir das Heile durch den Nebelwald schaffen, ohne einmal zu sterben. Naja. Aber eigentlich bin ich ganz zuversichtlich. So, wie färbt ihr denn noch? Auch euch kann man schon fast so töten. Weil du willst schon wieder zu sauer blockieren, das passt mir nicht. Ich hätte schon nicht lieber einen anderen töten können. Ihr wollt beide Heulerschlag machen? Ach du Heiliger. Okay. Das gefällt mir jetzt nicht so. Und der ist auch schon fast dran. Ich weiß nicht. Ich würde ja lieber einen V-Slash machen. Es hält Justin aus. Ich hätte es mir ehrlich gesagt heftiger vorgestellt. Von Heulerschlag? Naja. Jedenfalls ist es nicht so geil, weil es halt auf alle geht. V-Slash! Boah, war das nicht vielleicht ein bisschen übertrieben? Naja. Bitte mehr Zauberbrecher, das wäre sehr nett. Ja, wir haben mehr eingewonnen. Die brauchen wir auch. Weil, naja, und Justin hat gelevelt. Level 14 jetzt auch, mit Fina zusammen. Ja. Yeah. Ja, die Zauberbrecher brauchen wir definitiv, weil ohne Zauber sieht das hier schlecht aus. Naja. Jedenfalls heilen wir dann auch gleich nochmal. Wobei ich würde sagen, wir machen alle heilen. Das, Moment. So, bei Fina, wobei... Ach nee, machen wir lieber heilen. So. Bei dir und bei dir. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir uns das Geld schon holen können. Sieht aber nicht so aus, jetzt kommen die ganzen Gegner auf uns zu. Machen wir die erstmal fertig. Hier sind wir die... Ne, wohl, jetzt ist es ein dritter Sprite, jetzt sind es Killerbäume. Das sind nicht mehr Nebelwächter, das sind Killerbäume. Die haben 380, gut. Und die sollten sehr feuerempfindlich sein. Denke ich mal. Oh ne, da lassen wir lieber mal brennen, weil die stehen so dicht. Oh, Flame Burnham! Ich würde sagen, Justin macht mir die Feuersäule. Du kannst mal wieder wenig gegen ihn machen. Deswegen mach doch mal
einen Feuerlöscher. Und du machst auch Feuer. Aber ein bisschen mehr bitte. Wir wollen eine Combo-Attacke machen, okay. Hört sich jetzt nicht so gesund an. So, das müsste eigentlich ziemlich viel abziehen. Das jetzt zieht gar nicht viel mehr als Brenner ab. Interessant. Naja, haben wir noch mal einen, in der Hoffnung, dass es ein paar abbricht. Ist ja effektiv, könnte also funktionieren. Yo. Okay, was machst du? Beben? Okay. Kombo-Angriff. Können die da machen, was sie wollen? Oder wie sehe ich das? Jedenfalls ist das ganz schön heftig. Okay, das sollten die nicht nochmal machen. Greifen wir erstmal die an, die jetzt fast tot sind. Wobei, jetzt müssten alle tot sein. Yeah. Not bad, eh? Na, die kann man schon ein bisschen mehr jetzt mit den Waffen angreifen. Aber bei den Nebelwächtern hatte ich ja noch richtige Probleme. Was es anging, hat Su und auch Fina fast nichts abgezogen. Wobei Fina hat doch die Peitsche und Su noch einen Bogen. Mit den Armeepfeilen geht das schon deutlich besser. So, jetzt kommen die natürlich alle auf uns zu, weil wir noch mitten im Zentrum stehen. Und mein Ohr juckt gerade mäßig. Oh, Mist. Ich komme nicht ran. Na gut. Ach, jetzt juckt's nicht mehr. Ist ja gut. Gut, wobei Feuer, ich würde ganz lieber ein bisschen gerne mit die trainieren. Mach doch mal Graben, Justin. Und du machst auch Erde, aber Beben dafür. So, und jetzt müssen wir auch das ziemlich schnell auf Level 3 Erde kriegen. Da auch wieder beben kann. Noch ganz schön teuer. Mit 5? Naja. Und Fina hat Schwerkraft gelernt. Sehr gut. Das heißt, sie ist Erde Level 8? Ich glaube. Kann sein. Muss es sein. Naja. Jedenfalls Su macht auch Beben. Earthquakes are scary! Da riecht es noch ein bisschen nach Joghurt hier. Obwohl ich gar nicht Joghurt gegessen habe. Ich habe mir gerade eine Schale Erdbeeren reingefügt. Was hat das mit Joghurt zu tun? Ich weiß es nicht. Naja. Vielleicht waren sie nicht mehr ganz frisch. Kann auch sein. Und Schwerkraft paralysiert einen Feind mit starker Schwerkraft. Okay, es kann paralysieren. Das ist mir jetzt neu. Weil damals konnte der Zauber nur, sag schnell, genau, die Bewegung verlangsamen. Bis auf 0 runter, wenn man es bis minus 7 geschafft hat. Das war aber allerdings meist selten der Fall, weil die Gegner mal schneller tot waren. Und den Zauber hat man eh nicht so oft benutzt. Kostet auch aber allerdings nur 4 Punkte. Interessant. Bis jetzt scheint die ja noch nicht wirklich so zu brauchen. Ich bin nicht mehr so der taktische Spieler, ich bin mehr so der... Keine Ahnung. Ich hau mehr auf die Scheiße. Oder versuch es. Bin ich mal gespannt, wie viel Erderfahrung der Justin jetzt hat bei zweimal Graben. Wollt ihr das jetzt alle machen? Das wäre natürlich nicht so geil. Su, bist du an der Reihe gleich? Natürlich nicht. Und Zauberblock? Natürlich wieder auf Su. Und jetzt... Jetzt auch noch auf Fina, okay. Jetzt müssen wir sie physisch besiegen. Und wahrscheinlich noch auf Justin auch, oder? Na komm. Jetzt haben wir keine Zauber mehr. Oh, Justin... Bei Justin hat es nicht geklappt. Interessant.
gut, würde ich sagen. Töten wir sie aber trotzdem erstmal. Suspekt. Ich kann nur hoffen, dass wir einen Haufen von Zauberbrechern wieder fallen lassen. Diesmal gar nicht. Alright, we won. Das ist natürlich schlecht. Ich bin mir nicht sicher, aber meine Fina lernt auch noch eigentlich einen Zauber, der zumindest die Techniken wieder aufhebt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es auch jetzt geändert wurde. Heißt, es könnte vielleicht auch auf Zauber wirken. Gucken wir mal. Ja, und zwar genau bei einer Erdenstufe lernt sie den Zauber. Ich meine, das ist er. Wobei, nee, das ist einfach nur halber. Okay. Gut, sie hat nämlich mal erfrischen gelernt, oder wie das auf Englisch hieß, weiß ich gar nicht. Naja, ich glaube, es hieß einfach nur Refresh. Bin mir nicht mehr so sicher. Aber halber ist genauso gut. Ja gut, trotzdem müssen wir erstmal einen Zauberbrecher wieder einsetzen. Den hat zu wahrscheinlich. Genau. Und zu kann jetzt den Halber nutzen, den Fina auch gleich lernen wird. Hoffentlich. So, wie viel den Justin hat jetzt? Wow. 96 Erde. Durch zweimal Graben. Das einmal Graben macht 48 Erde? Das ist krass. Wow. Gut, und wenn Justin noch einmal heilen, dann lernt er auch Schlummern. Yeah. Weiß ich nicht, ob wir das noch nutzen werden. Könnten wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist aber auch ganz schön teuer. 8 ist ganz schön viel. Aber scheint hoffentlich effektiv zu sein. Naja. So, Fina muss auf jeden Fall noch auf Level 8. Bei Justin ist es, glaube ich, nicht so. Nö, obwohl doch. Lernt er auch noch was Neues. Na, ich würde sagen, machen wir es lieber erstmal bei Fina. Lernen sie nämlich Heilen 2. Und das will ich haben. So. So viel ist es ja nicht mehr. Gut. Ja, ein Feuerlevel noch. Lernt Justin Sepp. Auch sehr gut. Gut. Joa. Machen wir weiter. Mit den Killerbäumen. Hier ist es wieder Feuer. Weil was anderes können die Viecher wirklich nicht angreifen. Oder sie angreifen lassen. Oh, Flame Burnham! Oh, lieber mit Brenne weiter, weil Feuersäule lohnt sich nicht wirklich. So, ich könnte es ja mal versuchen zu vergiften. Warum eigentlich nicht? Es sind zwar Pflanzen, aber vielleicht funktioniert es ja. Wer weiß. So, auch noch einmal brennen bitte. Funktioniert es? Es funktioniert tatsächlich. Ich hätte es eigentlich nicht erwartet, aber gut. Mit dem eigenen Element quasi geschlagen. Wald killt Wald. Ja, Brenne. Und Justin würde ich sagen, mach die dann mit der Axt fertig. Weil, naja, sind Bäume. Ja, ist mir ja schon in der aufgefallen. Das will er machen, Combo. Kann ich jetzt wirklich nicht mehr viel gegen machen. Außer vielleicht noch einen Brennezauber. Gucken wir mal, was er jetzt macht. Natürlich beben. Also ich weiß nicht, ob die immer beben machen. Das ist irgendwie komisch. Warum machen die nicht gleich beben? Und naja, steht einfach nur Combo-Angriff. Weiß ich nicht. Soll das den Bebenangriff irgendwie ein bisschen vertuschen? Weil, naja, wenn sie nur beben können in ihrem Combo-Angriff, dann ist das irgendwie wie sinnlos. Naja. Ich würde sagen, du machst den da oben mal alle.